Hallihallo und herzlich willkommen bei einer Spezialfolge von Minecraft oder sogar eine eigene Let's Build. Ich werde hier im Let's Build an der RVR-Welt, am Blauen Reich, vielleicht auch ein bisschen am Roten Reich bauen und ihr könnt zuschauen und ja, könnt euch wünschen, was ich bauen soll und so weiter. Wir machen Dungeons, wir machen riesige Gebäude. Wir bauen Burgen, alles im Kreativmodus, also dieses Let's Play ist nichts mit Survival, einfach ein Let's Build. Und für den Anfang habe ich gedacht, wir machen hier ein kleines Ausbildungslager für die Neulinge und bauen vielleicht noch am Rathaus weiter. Hier habe ich schon mal das Grundgerüst gemacht. Hier mache ich dann noch einen zweiten Stock, also einen ersten Stock eigentlich, weil das ja das Erdgeschoss ist. Und hier werde ich so lassen, damit wir auch das Weiße hier sehen. Eventuell mache ich hier noch einen zweiten Stockwerk hoch. Ich lasse mal so. Das sieht auch gut aus, vielleicht an der Ecke ein bisschen oder sonst ein Turm. Und hier geht es dann raus, runter und hier zusammen zum Marktplatz. So, also. In dieser RVR-Welt können die Leute, die am häufigsten online sind, also recht oft online sind, auf dem Server GroupCraft, können hier bauen und einen Architektenrang verdienen oder auch als Architekt hier reinkommen, wenn ihr schon seid, also wenn ihr schon in der Bauwelt schon recht viel gebaut habt oder so schön gebaut habt, dürft ihr natürlich hier auch mitbauen. Es gibt einfach Regeln, also bitte nicht anderen Bauwerk irgendwie fertig bauen oder sonst irgendwas. Und ja, damit es einfach den anderen nicht stört, die hier bauen. Es ist noch ein bisschen zu laut, ich weiß jetzt nicht genau, wieso es so laut ist. So, weil ich ja auch gerne das sagen will. Jetzt nervt es mich nur beim Sagen. Zum Beispiel der Novolem baut gerade an einem Geheimgang hier beim Rathaus. Und der 19Gamer97 und der Minecraft 833, der ist gerade nicht online, bauen am Roten Reich gerade. Und sobald, vielleicht wisst ihr schon oder vielleicht wisst ihr es noch nicht, aber es gibt hier diese Leuchtfeuer, also man sieht es jetzt in diesem Textpack nicht so gut, es ist ein bisschen verbuggt hier. Aber diese Leuchtfeuer sind dann die Einnehmpunkte und man kann jedes Gebiet für das andere Reich einnehmen. Also wenn ihr rot seid, könnt ihr hier kommen und das Leuchtfeuer dann irgendwie bestätigen, das müssen wir dann noch schauen, wie das geht. Also wer Tipps hat, wie man das macht am besten, kann es dann gerne mir schreiben unten in die Kommentare oder online. Also hier auf dem Server. Und dann, wenn ihr das eingenommen habt, mit mindestens drei Leuten. Wir machen das einfach, dass das Multiplayer hier auf dem RVR-Welt ein bisschen zu Gelde kommt. Wenn drei dann hier sind vom Roten Reich, ist dann diese Stadt dem Roten Reich gefallen. Und das Gleiche kann dann auch beim Roten Reich hinkommen. Also wenn ihr jetzt hier zum Beispiel dort drüben zum Roten Leuchtfeuer geht, könnt ihr das Leuchtfeuer dann blau machen, dann gehört euch das Gebiet und ihr müsst es verteidigen, weil die Roten kommen dann und werden das hier einnehmen wieder, die wollen ja zurückhaben. So, hier hat 1997 ein Schiff gebaut, ein Piratenschiff hat er gesagt, und ja, ihr dürft dann natürlich auch solche Sachen bauen und ja, es soll halt ein Rollenspiel, es soll ein MMORPG sein, das RVR bietet. Ich habe es jetzt, ja, die Hälfte ungefähr, okay, ein bisschen mehr als die Hälfte, aber habe ich von Champions of Regnum, das ist ein altes RVR-Spiel, MMORPG, wo man kostenlos spielen kann und von dort habe ich es ungefähr, aber ich werde es natürlich viel mehr ausbauen und auch spannender machen. Wir müssen noch ein bisschen die Lautstärke runterstellen. Wahrscheinlich tut Fraps jetzt momentan den Sound nicht runterstellen. Weil sonst tut Fraps manchmal runterstellen.
Ah, das ist wahrscheinlich jetzt wegen Skype, weil ich vorher geskypt habe, hat Skype runtergestellt. Aber jetzt ist es ungefähr gut, jetzt stört es auch nicht. So, und wir bauen hier mal ein bisschen. Ja, ich werde hier so einen Pozen, nein, Pozol passt nicht so. Entweder grobe Erde. Ich will ein bisschen mehr mit grobe Erde bauen. Deshalb kommt hier grobe Erde hin. Soll ich das flach machen? Ich mach's kurz mit dem Game Mode, dann können wir endlich bauen. So. Und zwar von hier. So. Ah, es geht nicht. Wieso ist World Edit draußen? Ja, toll. Wir haben es wahrscheinlich wegen einem Bug, das es 1.8 gibt mit Multiverse. Aha, hast du anderes Werkzeug? Schaufel. Okay, thanks. Die Schaufel ist es. Wahrscheinlich die Holzschaufel. Aha, gut, dann haben wir es. So, und so mal. Set 0. Ja, sieht halt jetzt hier gerade nicht so schön aus, aber das können wir noch ein bisschen fixen. Ja, ich denke, wir machen hier noch ein bisschen schräg. Ja, so. Wir können ein bisschen höher. So. Ja, das reicht. Noch ein bisschen hier oben. Gut. Sodele. Hier noch ein bisschen. Ja, sieht es auch wieder ein bisschen besser aus. Der Baum hier geht weg. Da muss man füllen. Das werde ich jetzt gerade nicht mit Edit machen. Wir wollen ja auch das bauen und nicht nur cheaten. Beziehungsweise World Eden. So. Gut. Hier vorne noch eins weg. Dann haben wir da mal ein bisschen Platz. Ich habe es gern, wenn das Lager, das Trainingslager jetzt ein bisschen hier versteckt ist. Ich muss eigentlich nur hier flach, wir können das Lager noch ein bisschen höher bauen dann. Ein bisschen größer. So. Machen wir hier gleich mal so. Gut. Weil der Baum hier angehackt ist, machen wir das auch mal weg. Das auch. So. Und jetzt bauen wir hier das Lager. Und zwar, denke ich mal, werde ich mit Eichenholz beginnen unten. Dann schauen wir mal hier. Ich werde es hier bündig machen, oder? 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Das reicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Machen wir auf 18. 18 und 22. 1, 2.
So. Gut. Haben wir das. Okay, hier ist ein größerer Baum. Den machen wir auch noch kurz weg. So. Jetzt möchte ich gerne in die Ecken wahrscheinlich. Ja. So. Moin, moin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hä? Wir machen nur einen Zweieingang. Jo. So. Ja, machen wir das weg. So. Und ja, passt jetzt gerade nicht so. Ja, wir machen hier die Treppe doch so. So. Regen aus. Du dahin. Ja, du dahin. Das da. So. Dafür hier Erde. So. Und hier ein bisschen Sand. Dann sieht das auch wieder ein bisschen schöner aus. Wir schauen gerade mal kurz, was Novole macht. Der ist gerade nicht hier. Ist der off? Der ist da irgendwo. Aha. Lava. Ah, der ist im Geheimgang. Okay. Der macht hier scheinbar einen Geheimgang. Und dann kommt man hier raus. Aha. Okay. Weil, wenn das blaue Reich angegriffen wird, dann können die blauen auch fliehen. So. Weil man muss ja jeden Reich ein bisschen helfen. Also, ja. So. Was ich hier möchte, ist kurz alles Erde machen, beziehungsweise Gras. Lieber Gras. Und auf einem Trainingsplatz sollte schon ein bisschen Gras sein. So, hinten möchte ich gerne einen Schießstand machen. Und so. Auf dem, also vorne möchte ich dann die Schwerkampf machen. Weitere Waffen haben wir eigentlich noch nicht. Also in Minecraft gibt es leider nicht so spezielle Waffen. Wir könnten vielleicht noch einen Knüppel oder so machen, aber yeah, je nachdem in einem anderen Gebiet oder so. Oder per Wunsch. So. Und eben, jeder darf natürlich hier bauen, wenn er sich gut verhält und wenn er sich halt auch ein bisschen, ja, gut im Bauen ist natürlich. So, jetzt möchte ich gerne Zäune machen, aber nicht die Farbe, sondern Tropen oder Fichten. Ich denke Tropen, also ich will jetzt ein bisschen speziell. Mal schauen, wie das aussieht. Ja, jetzt nicht gerade auf Wunsch, also so die Wunschfarbe, aber ich werde es mal nehmen. Ein Häuschen sollte ich auch irgendwo nehmen. Ich werde mal hier nicht machen, sondern ein Häuschen. Das werde ich jetzt 1, 2, 3, 4, 5 breit machen. Da mache ich hier noch. Ja, zwei reichen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, ja. So. Bis hier hin, dann 1 drauf.
So, wollen wir es jetzt drei? Nein, wir machen es nicht. Zwei reichen, weil sonst sieht es dann aus, als würde hier eine Wand sein, also so eine Absperrung sein. Zwei reichen. Ja, aber nicht dahinter. Hallo. So. Also, noch etwas gesagt. Ich freue mich riesig, dass so viel Ansporn jetzt ist. Am Anfang war es halt ein bisschen zäh. Kann ich verstehen, weil die Leute zuerst auf den Server wollen und auch ein bisschen selber bauen. Es bleibt allen frei, wie viel und wie lange sie dran bauen. Wenn ihr Lust habt, dann dürft ihr bauen. Und wenn ihr keine Lust habt, dann könnt ihr auch irgendwo anders auf dem Server irgendwas bauen. Oder, ja, für euch etwas machen. So. Hauptsache, wir haben Spaß. Wir haben bald eine VR-Welt. Und, ja. Es ist einfach cool. Also, so ein Projekt, das hat wirklich Mut gebraucht und ist schwer umzusetzen, wird noch schwer kommen, weil wir müssen dann alle Regeln anmachen und so. Und ja. Was die jetzt mitbauen, schon sind, die sind dann Bilder. Also ja, so können es an Architekten einfach eigenen Rang. Und die müssen aber einfach dann auch einhalten, dass sie natürlich ihre Items nicht in den Survival-Mode nehmen. Also wenn ihr Krieg machen wollt, dann bitte alle Items weglegen. Und ja, damit ihr einfach nicht cheatet. Wir werden die Items immer wieder kontrollieren in eurem Inventar. Cheaten lohnt sich nicht. Was ihr im Inventar haben dürft, also unten auf dem Balken, ist ein Schwert aus Eisen, einen Bogen und Pfeile. Die Pfeile könnt ihr dann immer wieder holen an bestimmten Orten. Wir brauchen zuerst die Ränge hier. Deshalb gibt es momentan hier nur Admins und Architekten. So. Also das kommt alles noch mit den Ringen. Ja, sieht jetzt nicht so speziell aus, aber immerhin besser. Wenn, dann mache ich es noch ein bisschen dunkler unten. Aber oben, das sieht eigentlich recht gut aus mit dem dunklen Holz. Mit dem Dark Oak Holz. So. Gut. Jetzt machen wir hier ein Haus. Sieht eigentlich recht gut aus, oder? Irgendwie fehlt uns noch hier ein bisschen ein überstehendes. Also es sieht jetzt nicht so gut aus, wenn wir hier Halbsteps oder so hinmachen. Ja, sieht eigentlich doch schon recht gut aus. Ja, für euch eine kleine Frage. Also, was soll ich machen? Soll ich hier ein bisschen überstehen lassen mit dem Halbsteps? Oder soll ich es hier so lassen? Also, was denkt ihr so? Was sieht schöner aus? Und ja, bis die nächste Folge kommen, könnt ihr ja mal unten schreiben, was euch besser gefällt. Ich wäre euch dankbar. Solche Entscheidungsfragen werde ich jetzt öfters in diesem Let's Play. Ich werde es hell bleiben lassen. Oder ein bisschen dunkler machen. Fichtenholz, oder? So. Weil eben, so ist ja ein Entscheidungsding, ich möchte, dass es allen gut gefällt. Ja, ich werde es so mal machen. Ihr dürft natürlich auch entscheiden, wie dunkel das hier unten sein soll. Es ist interaktiv. Also wenn ich jetzt etwas Scheiße baue, dann dürft ihr das mir sagen. Also, oder Verbesserungswünsche schreiben. Also, unten Kommentar, die sind zum Schreiben da. Da dürft ihr sehr viel schreiben. Was euch nicht gefällt, was euch gefällt und so weiter.
Deshalb Kommandoblock. Aber wieso will er verarbeiten? Kommandoblock? So. Hier auch. Da. So. Und 1, 2, 3, 4 hoch, ja. Na, da werde ich das auch mit dunklem Holz machen, das Dach. So. Gut. Und hier auch. So. Oh, ist eins zu hoch. Okay. Dann hier auch. Aber wie? Ja. So. Jetzt mache ich das hier weg und... Ja, so. Gut. Hier kann ich jetzt hier weiter. So. Jo. So, Dele. Naja. Ich lasse jetzt mal das so. Oder gar keins. So. Ja, ich mache hier gar keins. Hier könnte ich... Ja, werde es so machen. Und jetzt hier weiterbauen. Was ist, wenn ich hier eins mache? So. Naja. So. Ja, so. Gut. So, dann haben wir so haben wir ein Dach. Oben werde ich es flach machen. Gut. Ja, lasse ich so. Ja. Sieht jetzt ein bisschen komisch aus. Da müssen wir noch ein bisschen. Nein, es sieht eigentlich gar nicht mal so gut aus. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ja, lassen wir es mal so. So. Jetzt schauen wir mal, wie der Eingang hier kommt. Hier werde ich ein Ding machen. Half-Step. So. Und zwar hier. Da kann man nicht drüber, genau. Hier unten auch. So, da kann man sich hier die Waffen abholen und dann kann man trainieren. So, als Boden mache ich etwas Helleres. Ja, Fichtenholz. So. Gut. Ich mache so Fenster. Na, da braucht man jetzt wirklich nicht so große Fenster. Und ja, Eisen geht. Ich weiß es nicht. Also da drüben habe ich auch Eisengitter. Ja, da mache ich Eisengitter. Soll ja auch im Krieg sein, dass man hier nicht im Trainingsplatz ein. Naja, das ist jetzt weniger gut, oder?
Ja, so lasse ich es mal. Und hier werde ich einen Eingang machen. So, der. Türe. Was haben wir denn schon schöne Türen? Ich mag die am liebsten hier. So, der. Also, sperren wir hier den Trainingskurs. Man kann nicht rein, ja. Und kurz ein Schild noch. Center. So. Ja. Also, das war's mit der ersten Folge. Sorry, dass die ein bisschen kürzer ist. Aber ja, ich werde bald jetzt wirklich ein bisschen, ja, es ein bisschen vorwärts geht, werde ich natürlich eine weitere Folge machen, drehen. Und eben, ihr dürft entscheiden zwischen den Folgen. Und also sage ich Tschüss Leute, bis zum nächsten Part. Auf Wiedersehen.